Schön, dass Sie reinschauen. Willkommen zum Talk im Hangar 7,5, der ersten Talkshow im deutschen Fernsehen, in der die Gäste im freien Fall interviewt werden. Unser Thema heute, die Zukunft des deutschen Fernsehens. Begrüßen Sie mit mir den Fernsehproduzenten Thomas Elsner. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Freut mich sehr. Danke. Thomas, wen haben Sie uns denn mitgebracht heute? Das Fernsehmuseum in Berlin hat mir also einen alten Fernsehdinosaurier quasi mitgegeben. Mhm. Es handelt sich um Tim Franz Maria Elsner. Aha. Man hat mir gesagt, im vergangenen Jahrhundert ist er berühmt geworden unter dem Künstlernamen Frank Elsner. Und man hat mir versichert, er ist freifallsicher. Mhm. Meinen Unterlagen entnehme ich hier, dass Herr Elsner ein Glasauge trägt. Ist das im freien Fall nicht gefährlich? Doch, aber man hat mir im Museum gesagt, also man kann das rausnehmen. Mhm. Und also ganz wichtig ist auch, dass wir die Schutzbrille also quasi hier genau mittig platzieren. Und dann, Herr Elsner, ist das okay? Ja. Also scheint in Ordnung zu sein. Herr Elsner, können Sie mich überhaupt verstehen? Hä? Also, bleiben Sie dran, gleich ein Interview im freien Fall zur Zukunft des deutschen Fernsehens mit Frank Elsner. Sagen Sie, was hat der moderiert, der Herr Elsner früher? Was hat denn der gemacht? Also die Leute im Museum haben gesagt, Montagsmaler. Mhm. Und Wetten, das ist aber alles ziemlich oldschool. Wetten, das, ja, das habe ich auch gehört. Das ist total oldschool. Ja, ja. Aha, das hat der gemacht. Sie, könnten Sie mir mal ganz kurz meinen Fallschirm reichen? Ja, na ja. Klar, sicher, gar kein Problem. Dann können wir nämlich gleich los. Hey, du Idiot! Oh, Scheiße! Elsner! Sag mal, wo ist er denn? Ja, bei mir ist er nicht. Nee, hier ist er auch nicht. Wo ist er denn? Sag mal, habt ihr euer Hirn liegen lassen? Springt runter, 50 Sekunden freien Fall, stellt nicht eine einzige gescheite Frage, aber einen alten Mann verarschen, was? Daran wird jetzt gearbeitet. Thomas, ich krieg übrigens noch ein Glasauge von Ihnen.